Hallo meine Lieben und schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei seid. Und zwar, wie ihr lesen könnt im Titel, ist das ein Action-Einkauf. Den möchte ich euch auch gerne zeigen. Ich war jetzt zweimal bei Action, weil ich geschaut hätte wegen den neuen Twin-Marker-Boxen. Aber die gibt es leider noch nicht bei uns. Und daher habe ich nicht so viel Bastelmaterial gekauft, sondern eher mehr so Verräummaterial, so Boxen und Kisten, und die werde ich euch schnell zeigen. Und zwar einmal habe ich mir nochmal so einen Stiftehalter mitgenommen für meinen Arbeitsplatz. Mein einen möchte ich die Stifte reingeben und in den einen die Scheren. Habe ich mir den nochmal mitgenommen. Dann habe ich mir dreimal von diesen Körben hier mitgenommen. Zweimal in rosa und einmal in türkis. Das ist die Größe. 27,5 x 17,5 x 10. Da passen die kleinen Blöcke schön rein oder auch andere Sachen. Wie gesagt, die habe ich mir dreimal mitgenommen. Und dann noch einmal etwas größeren in lila. Und zwar in 30 x 20,5 x 12. Ich bin nämlich gerade dabei, dass ich meinen Bastelbereich wieder etwas umräume. Und dann möchte ich vieles in diese Körbe da einsortieren. Dann habe ich mir noch zweimal das hier mitgenommen. Und zwar, das sind vier so Körbe, wie ihr seht, in so einem Türkis. Da gibt es zweimal in der Größe 13,2 x 13,2 x 9. Das sind die etwas kleineren. Ich zeige es euch, ich mache eines auf. Und zwar zweimal in dieser Größe, wie ihr seht. Zweimal in dieser Größe. Einmal in dieser Größe. Und dann in der großen Größe, so im Viereck. Das habe ich mir zweimal mitgenommen, wie gesagt. Also zweimal, hier nochmal. Stelle ich mal zur Seite, dann habe ich viermal diese Boxen mitgenommen, die viele jetzt für diese Emplacement Box nehmen. Da bekommt zwei eine ganz liebe Bekannte in der Schweiz. Die gehen morgen auf Reisen. Dann habe ich mir einmal diese großen Luftpolsterumschläge mitgenommen. Da sind drei Stück drinnen. Ab und zu brauche ich auch mal ein bisschen größere. Dann habe ich mir noch zweimal dieses Paketgeberband mitgenommen, weil meins geht schon ziemlich dem Ende zu. So, vom letzten Mal habe ich mir dann noch zweimal so Kraftpapierkarten in der Größe A6 mitgenommen. Es sind 8 Stück drinnen. Einmal habe ich mir dieses Glas mit diesen Klammern hier mitgenommen. Ja, und dann war ich gestern wieder beim Action, hatten dann leider wieder keine Twin-Marker da. Ich hoffe, vielleicht habe ich das nächste Mal Glück. Und da habe ich mir dann gestern ein bisschen was zum Basteln gekauft. Und zwar einmal habe ich mir diese Prägeschablone mitgenommen in 15x15 mit den Sternen. Die anderen haben mir nicht so gut gefallen. Gibt ja mehrere Sorten. Das gab es leider nicht. Und die Motive sind dann nicht so meins. Also habe ich mir nur die Sterne mitgenommen. Dann gab es auch bei uns das Kalligrafie-Set. Auch das habe ich mir einmal mitgenommen. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal.
Dann habe ich neu gefunden bei uns diese Blöcke oder Notizblöcke. Einmal in diesem Motiv. Und so sieht es von innen aus. Da möchte ich mir gerne so Ideen und so aufschreiben. Da habe ich mir einmal das mitgenommen. Und einmal in dieser Farbe hier. Silber. Für meine ganzen Ideen und Projekte, was ich so in Planung habe, dass ich mir das aufschreiben kann. Und wo ich Glück hatte gestern gab es bei uns diese Luxus-Paperblöcke. Und die habe ich natürlich dann gleich mitgenommen. Alle vier hat es gegeben. Ich werde sie jetzt nicht durchblättern, weil die meisten von euch werden sie schon in vielen Hauls gesehen haben. Ich zeige euch nur schnell hinten, was alles mit dabei ist. Und zwar einmal dieser hier mit den Kakteen. Einmal dieser hier. Einmal diesen hier. Sind wunderschöne Papiere drin. Und zu guter Letzt dann noch den vierten. Das ist dieser hier. Und die habe ich dann. Also einmal habe ich sie alle vier für mich mitgenommen und dann habe ich sie jeweils noch zwei Sets. So wie gesagt, zwei Sets habe ich dann noch und die habe ich für meine zwei Freundinnen mitgebracht. Die bekommen sie dann noch. Und zu guter Letzt habe ich dann noch diese zwei Blöcke mitgenommen. Das sind die folierten, aber das sind schon die älteren, weil da gibt es schon wieder neuere. Und da hat mir noch dieser gut gefallen. Den habe ich mir dann zweimal mitgenommen, weil da möchte ich dann gerne ein Album draus basteln. Wenn ihr wollt, schauen wir kurz durch. Ist einmal ein Blatt foliert und einmal ist ohne foliert. Wie gesagt, er hat mir von den Vieren, was es da gegeben hat, hat mir der am besten gefallen. Vor allem das hier gefällt mir sehr, sehr gut. Lässt sich auch wunderschön kombinieren. Wie gesagt, und daraus werde ich dann vermutlich entweder für mich oder für meine Tochter ein schönes Album basteln. Ja, und das war mein kleiner feiner Einkauf vom letzten zweimal vom Action. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.